Atlanta. Im streng bewachten FBI-Hauptquartier nimmt ein bewaffneter Einzeltäter mehrere Mitarbeiter in seine Gewalt. Eine Frau verliert die Nerven. Doch zwei Angestellte und ein unerschrockener Polizist versuchen, eine Katastrophe zu verhindern. Aber wie sollen sie vernünftig mit dem gefährlichen und offenbar psychisch kranken Täter verhandeln? Und wie können sie die Geiseln lebend aus der Situation befreien? Früher war ich Scharfschütze. Nun bin ich Vermittler. Mein Motto: Worte statt Waffen. Mein Name: Dominic Messino. Taktik und Verhandlungsgeschick retten auch beim folgenden Geiseldrama Leben. Im Juni 1981 ist das FBI in Atlanta mit einer Reihe von brutalen Kindermorden befasst. Niemand ahnt, dass schon bald ein ganz anderer Fall die Mitarbeiter an ihre Grenzen bringen wird. 28. Juni 1981. Das FBI-Büro liegt im 9. Stock eines Regierungsgebäudes. Durch diverse Sicherheitskontrollen sollten die Mitarbeiter eigentlich gut geschützt sein. Aber an diesem Tag sind sie es nicht. Sonntagvormittag, 11 Uhr. Der Computeranalytiker Craig Vance ist im FBI-Büro in Atlanta. Mit einigen weiteren Angestellten arbeitet er am Wochenende an der Aufklärung der Kindermordserie. Wir haben 12 oder 15 Stunden am Tag gearbeitet, auch am Wochenende. Darum waren wir auch an diesem Sonntagvormittag im Büro. Ein Mann nähert sich dem Haupteingang. Er gibt sich als FBI-Angestellter aus, der wie seine Kollegen an diesem Sonntag arbeiten muss. Ich arbeite hier im Gebäude. Ich arbeite hier. Tür auf oder ich bring sie um. Jetzt! Was wollen Sie? Der Mann weiß, wo sich das FBI-Büro befindet. 9. Stock. Kein Wort oder ich bring Sie um. Wie viele Leute arbeiten heute hier? 8, vielleicht 10. Die Angestellte Glinda Bondarek versucht, ruhig zu bleiben, während der Mann mit einer Waffe auf sie zielt. Glinda sagte: Craig, hier ist jemand, der etwas von euch will. Sind Sie FBI-Ermittler? Nein. Ist hier jemand bewaffnet? Schusswaffen, Messer, Sprengstoff. Ist einer von Ihnen FBI-Ermittler? Nein. Niemand? Nein! Nein, hört sie auf! Bitte! Bitte, nein! Keiner bewegt sich. Ihr tut, was ich sage, oder ich bringe euch um. Ich wusste nicht, ob er es auf jemand Bestimmten im Büro abgesehen hatte, aber er war eindeutig gestört. Ist hier irgendwer FBI-Ermittler? Niemand weiß warum, aber der Mann will unbedingt einen FBI-Ermittler sprechen.
Zurzeit ist nur Hilfspersonal im Büro. Craig Vance ist der dienstälteste Angestellte vor Ort. Ich fühlte mich verantwortlich und wollte nicht, dass einem meiner Freunde was passiert. Die panische Mitarbeiterin, die der Geiselnehmer zuvor freigelassen hatte, informiert die Polizei. Detective Frank McClaw wird im Gottesdienst angepiepst. Er arbeitet seit 10 Jahren beim Atlanta Police Department und kann kaum glauben, was er hört. Im FBI-Gebäude? Niemand fährt in die Innenstadt von Atlanta, spaziert einfach ins FBI-Gebäude und hält dort FBI-Angestellte als Geiseln. Das ist absurd. Aber sie sagten, doch Frank, da ist ein bewaffneter Mann, der mehrere Personen festhält. Du musst sofort herkommen. Bin schon unterwegs. Ist noch jemand hier? Ich glaube nicht. Sehen wir mal nach. Kommen Sie mit. Ich konnte mir nicht erklären, warum jemand FBI-Angestellten schaden wollte. Keiner bewegt sich. Unser Job war es doch, Menschen zu helfen. Als der Geiselnehmer den Raum verlässt, sieht sich Craig Vance nach einem Fluchtweg um. Wir hatten alle Angst und waren mit der Situation überfordert. Wir müssen hier raus. Wir nehmen die Treppe. Warte. Ist die Tür alarmgesichert? Ja, sehr laut. Wenn wir die Tür aufmachen, hört er den Alarm. Was würde er dann tun? Gehen wir. Hat die stillen Alarm? Warte, ist die Tür alarmgesichert? Ja, sehr laut. Wir waren uns einig, es sollten entweder alle gehen oder niemand. Los, zurück! Wir wollten alle gemeinsam rauskommen und niemanden zurücklassen. Als ich zurückkam, sah ich Glinda zuerst nicht. Ich dachte, der Typ meint es ernst. Vielleicht hat er sie schon erschossen. Aber dann wurde mir klar, ich habe keinen Schuss gehört. Kurz bevor der Angreifer mit Glinda zurückkehrt, schafft es Craig Vance zurück an seinen Schreibtisch. Okay, alle aufstehen. Weg von den Schreibtischen. Setzt euch auf den Boden. Na los, macht schon. Los, die Männer da hinten, die Frauen hier bei mir. Los. Du kommst mit mir. Hinsetzen, habe ich gesagt. Wenn das Telefon klingelt, gehst du ran. Der Mann hat jetzt 9 Geiseln in seiner Gewalt. Polizei, FBI und SWAT-Teams machen sich bereit. Als das SWAT-Teammitglied I.H. Quattlebaum, genannt Q-Ball, informiert wird, kann er es nicht glauben. Captain Spence sagte, dass jemand FBI-Angestellte als Geiseln genommen hat. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn so bekloppt? Detective Frank McClaw trifft eine Stunde später ein. Er geht davon aus, dass er dem Vermittlerteam des FBI assistieren soll. Frank, schön, dich zu sehen. Also, wer von euch leitet das Gespräch?
Wir möchten, dass du das übernimmst. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Ich sagte mir, wenn du das hier vermasselst, kannst du gleich deine Koffer packen. Denn das wäre automatisch das Ende deiner Laufbahn. Als leitender Vermittler der Polizei ist McClaw der erfahrenste Mann vor Ort. Das Schicksal der neuen Geiseln liegt jetzt in seinen Händen. Bevor er Kontakt zum Geiselnehmer aufnimmt, will er mit der Frau sprechen, die aus dem Büro entkommen konnte. Wie viele sind da oben? Ich weiß es nicht. Glinda sagte 8 oder 10. Hat er eine Waffe? Ja. Können Sie sich erinnern? Ja. Können Sie sie zeichnen, damit ich mir ein Bild machen kann? Ich weiß es nicht. Fangen Sie einfach an. Ich weiß nicht. Sie waren lang. Aus der Zeichnung ging hervor, dass der Typ eine halbautomatische Waffe bei sich trug. Wir konnten also davon ausgehen, dass er es ernst meinte. Für Frank McClaw wird die Situation immer schwieriger. Er muss nicht nur 9 verängstigte Geiseln befreien, sondern einen offenbar geisteskranken, bewaffneten Mann dazu bringen, mit ihm zu kooperieren. Im FBI-Büro beschließt der Eindringling, seine Geiseln aufzuteilen. Die Männer auf die eine Seite, die Frauen auf die andere. Eine der Geiseln fungiert als seine Sekretärin an der Telefonanlage. Du gehst dran, wenn's klingelt. Verstanden? Er nannte Glinda seine Sekretärin. Und sie stellte die Anrufe zu ihm durch, als wäre er ihr Chef. Keiner bewegt sich, keiner spricht. Als der Geiselnehmer Geräusche im Flur hört, entdeckt er mehrere Polizisten, die in den 9. Stock vorgedrungen sind. Ruf die Polizei an. Los! Ich will keine Bullen im Gebäude. Los! Hier oben ist ein Mann. Er ist bewaffnet und auf dem Flur sind Polizisten. Und er sagt, wenn sie ihn bedrängen, dann wird es hier Tote geben. Der Polizist am Telefon muss Zeit schinden. Er weiß, dass Frank McClaws Team noch nicht so weit ist, um Kontakt zum Geiselnehmer aufzunehmen. Aber die Männer müssen sich beeilen. Der Geiselnehmer wirkt immer nervöser. Er sagt, sie werden sie nicht bedrängen. Sag ihm, ich will hier keine Polizisten sehen. Auch draußen nicht. Als Frank McClaw endlich bereit ist und den Geiselnehmer anrufen will, ist die Leitung besetzt. Die Telefonanlage ist durch die unzähligen Anrufe der Journalisten blockiert. In Atlanta, a heavily armed gunman stormed an FBI office today, took about a dozen hostages. Specially trained Atlanta police SWAT teams were at the scene after the gunman had subdued a security guard and entered the 10th floor offices of the FBI. The media called up there numerous times. Die Medien riefen immer wieder an, von überall aus den USA. Die hatten nur eins im Kopf, die Quote. Endlich kommt McClaw durch. Der Geiselnehmer ist seit 90 Minuten im Gebäude. Die wollen mit Ihnen reden. Hallo. Mein Name ist Frank McClaw. Mit wem spreche ich? Sag ich nicht. Wie soll ich Sie denn nennen? Freund. Freund. Ja,
Einfach Freund. Geht's Ihnen gut? Ich habe Angst. Ich fürchte mich. Sie müssen keine Angst haben. Niemand wird Ihnen etwas tun, okay? Wie geht es den Leuten da drin? Geht's allen gut? Ja. Geht's euch allen gut? Ob's euch gut geht? Yes. Ja, alles gut. Freund, was möchten Sie? Ich will mit einem Ermittler sprechen und mit meinem Seelsorger. Ihrem Seelsorger? Warum? Es geht um ein persönliches Problem, das nur er lösen kann. Wissen Sie, wo er ist? Nein. Woher kennen Sie ihn? Aus dem Georgia Regional. Georgia Regional. Georgia Regional. Die Ermittler wissen, dass das Georgia Regional Hospital auf die Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen spezialisiert ist. Woher kennen Sie die Klinik? Ich war mal da. Warum, wenn ich fragen darf? Bei mir wurde paranoide Schizophrenie festgestellt. Wie lange waren Sie dort? Nicht lange. Vielleicht ein paar Wochen. Ist schon eine Weile her. Holt einfach meinen Seelsorger. Okay. Wir tun unser Bestes. Die Ermittler befürchten, dass der Geiselnehmer die Sterbesakramente empfangen und sich dann von einem Polizisten erschießen lassen will. Selbst wenn wir den Seelsorger hätten ausfindig machen können, hätten wir es ihm nicht gesagt. Hätten wir den Fehler gemacht, ihm zu sagen, dass der Seelsorger da ist oder ihn mit ihm telefonieren lassen, hätte es einen erweiterten Selbstmord gegeben. Was der Geiselnehmer nicht verrät, ist sein Name. Morris Edwin Roberts Jr. Er ist 26 Jahre alt, arbeitet als Platzwart in einer örtlichen Golfanlage und war bereits mehrmals in psychiatrischer Behandlung. Es ist sehr schwierig, mit schizophrenen Geiselnehmern zu verhandeln. Man weiß nie, was sie als nächstes tun. In einem Moment hast du das Gefühl, mit einem, sagen wir, normalen Menschen zu sprechen, und im nächsten unterhältst du dich scheinbar mit einer völlig anderen Person. Zu nicht mir hörst du. Zu nicht mir hörst du. Ihnen von Einzelnen jeden bringe ich. Roberts sprach tatsächlich rückwärts, das gesamte Gespräch. Alle sie töte ich. Einzelnen jeden. Sie sind angespannt, aber sie haben Mitgefühl. Andere sind ihnen nicht egal. Er hatte einen unheimlich durchdringenden Blick. Er starrte einen an und es war, als würde er durch einen hindurchsehen. Irgendwas stimmte mit ihm nicht. Der Typ war eindeutig gestört. McClaw verwickelt Roberts 45 Minuten lang in ein Gespräch. Er will eine Beziehung zu ihm aufbauen, um Informationen zu bekommen, mit deren Hilfe er eine Katastrophe abwenden kann. Aber langsam verliert er die Hoffnung. Ich werde diese Menschen töten. Einzelnen, jeden von ihnen, alle. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass er das durchzieht. Ich hatte Angst um mein Leben. McClaw bespricht die Lage mit dem Einsatzleiter der Spezialeinheiten. Sie müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Als erfahrener Vermittler wusste ich, wie unsere Entscheidung lauten musste. Wir mussten ihn bei der erstbesten Gelegenheit ausschalten.
Die Polizisten wissen, dass sie es mit einer tickenden Zeitbombe zu tun haben. Die bescheidenen Forderungen des Geiselnehmers passen nicht zu seinem bizarren Verhalten. Sollte das Vermittlerteam die Situation nicht mit Worten lösen können, muss es Waffen einsetzen, ohne dabei die Geiseln zu gefährden. Seit über 2 Stunden sind die Geiseln in der Gewalt des bewaffneten Mannes. Chefvermittler Frank McClaw hofft nach wie vor, die Situation ohne Waffengewalt lösen zu können, um die FBI-Mitarbeiter nicht zu gefährden. Dennoch bereiten sich die Spezialeinsatzkräfte auf das Schlimmste vor. Auf den Bauplänen hat das SWAT-Team einen Technikraum im 9. Stock entdeckt, nicht weit vom Ort der Geiselnahme entfernt. Dort könnten sich 3 Scharfschützen verstecken und es gibt einen Zugang vom Dach. Die Chancen, die Geiseln hier lebend rauszuholen, sinken mit jeder Minute. Ich brauche mehr Zeit. Er kann jederzeit durchdrehen. Irgendwann wird das passieren, das ist mir bewusst. Er hat 9 Leute bei sich. Ich werde versuchen, 3 freizubekommen. So labil wie der Kerl war, konnte er jederzeit anfangen, Geiseln zu töten, bevor wir eine Chance haben, einzugreifen. Aber aus logistischer Sicht wäre es ein einsatztechnischer Albtraum gewesen, die Geiseln da rauszuholen. Ich habe gesagt, sie müssen sich entscheiden, wie sie weiter vorgehen wollen. Okay, sie haben grünes Licht. Frank McClaw hat noch eine Chance, die Situation friedlich zu beenden, bevor das SWAT-Team eingreift. Um 13.25 Uhr ruft er Roberts erneut an. McClaw weiß, wenn er Geiseln frei bekommen will, muss er das Vertrauen des Geiselnehmers gewinnen. Sie haben 9 Menschen da oben. Ja. Yeah. So viele brauchen Sie doch nicht. Warum nicht? Es macht doch nur Arbeit, die alle im Blick zu behalten. Schicken Sie mir 3 raus. Klar. Und noch 3. Oder noch 3. Und noch 3. Ich will nur 3. Warum? Immer ein Schritt nach dem anderen. Welche 3? Das überlasse ich Ihnen. Wozu soll das gut sein? Um den Leuten zu zeigen, dass sie bereit sind, mit uns zu kooperieren und die Situation friedlich zu lösen. Tun Sie es einfach. Ich schicke jemanden hoch, der die 3 an der Tür abholt. Gut, ich lasse 3 gehen. Ich war völlig baff, aber natürlich auch froh. Ich lasse sie gehen, aber verlangt nicht noch mehr. Okay. Sonst werdet ihr es nämlich bereuen. Er sagte, ich lasse 3 gehen, aber wenn Sie nochmal fragen, rollen hier Köpfe. Ich habe ihm das abgenommen und hatte richtig Angst. Jetzt liegt es an Roberts, wen er freilässt. Ihr 3 steht auf. Langsam. Langsam. Er beschließt, 3 der 4 weiblichen Geiseln gehen zu lassen. Nur die Sekretärin bleibt. Natürlich war ich irgendwie neidisch, aber ich habe mich auch für sie gefreut. Ich wusste, dass sie völlig verängstigt waren. Alles scheint nach Plan zu laufen, bis McClaw einen verhängnisvollen Fehler begeht. Okay, es läuft so. Wir schicken einen unbewaffneten Mann hoch. Er kommt vom Fahrstuhl und klopft 3-mal an die Tür. Sie bringen 3 Leute zur Tür, machen sie auf und lassen die Leute raus.
Das SWAT-Team soll sich auf den Weg machen. Hey! Das mit dem SWAT-Team habe ich gehört. Ich hielt den Hörer wieder ans Ohr und er fing sofort an rumzubrüllen. Ich sagte mir, Junge, du hast es versaut. Pack deine Sachen und mach dich aus dem Staub. Du hast den Einsatz vermasselt. Das habe ich gehört. Was ich denen gesagt habe? Nein. Ich will hier kein SWAT-Team sehen. Sonst erschieße ich die Leute. Genau. Sie wollten doch, dass sie dort verschwinden. Die sind weg. Aber die sind doch noch hier, oder? Ich weiß nicht, wo die sind, Freund. Die sind noch hier. Ich hab doch gesagt, ich schaffe sie dort weg. Lügen Sie mich nicht an. Sonst töte ich diese Menschen. Ich bin ehrlich zu Ihnen. Die sind weg und niemand wird Ihnen etwas tun. Als er ihm die Waffe an den Kopf hielt, bekam ich Todesangst. Wenn er in der Lage ist, einen zu erschießen, erschießt er vielleicht uns alle. Als der unbewaffnete Polizist an die Tür des FBI-Büros klopft, hat Robert seine Abmachung mit McClaw wieder vergessen. Mal wieder scheint er die Nerven zu verlieren. Da hämmert jemand gegen die verdammte Tür. Wie oft hat er denn geklopft? Ich glaube, dreimal. Okay, dann lassen Sie sie raus. In dieser Situation bittet man nicht um etwas, man befiehlt es. Lassen Sie sie raus. Moment. Los! Jetzt! Sind Sie rausgegangen? Und wieder sagt er, das waren die letzten drei. Wenn ihr nochmal fragt, werdet ihr es bereuen. Im Gespräch mit den Polizisten bestätigen die freigelassenen Geiseln McClaws schlimmste Befürchtung. Er hat eine große Waffe mit langem Lauf. So wie die hier? Oh mein Gott, ja, das ist sie. Roberts hat eine Ingram-Maschinenpistole bei sich. Eine hochgefährliche Waffe. Je länger McClaw mit Roberts verhandelt, desto mehr Zeit bleibt ihm, sie einzusetzen. Ist Ihnen an seiner Kleidung etwas aufgefallen? Jeans und schwarze Handschuhe. Er zog die Handschuhe an, lief mit der Ingram in der Hand auf und ab und spielte an der Sicherung rum. Wenn ich anfange, euch alle umzulegen, wird die Waffe heiß. Ich habe die Handschuhe an, damit ich mir nicht die Finger verbrenne. Klar? McClaw muss jetzt die schwerste Entscheidung treffen. Die einzige Möglichkeit, das Drama zu beenden, ist der Zugriff durch die Spezialeinheit. Schalten wir ihn aus. Die Lage im FBI-Hauptquartier spitzt sich immer weiter zu. Noch immer sind 6 Geiseln in den Händen eines Geistesgestörten. Die Einsatzleitung entscheidet sich für den Zugriff. Das SWAT-Team geht auf Position. Im Technikraum entdecken die Männer ein Gitter, durch das sie den Flur einsehen können und auch einen Schuss abgeben, falls nötig.
Dann bringen wir die Jungs auf dieser Seite des Gebäudes runter. Der Technikraum ist unsere beste Option. Wenn ihr könnt, schaltet ihr ihn aus. Das SWAT-Team gelangt unbemerkt über das Dach in den Technikraum. Jetzt kann die Einsatzleitung Scharfschützen an zwei Stellen im 9. Stock positionieren. Vor dem Hauptzugang und im Technikraum, direkt am Flur, der zu den Toiletten führt. Doch das SWAT-Team kann den Geiselnehmer nur ins Visier nehmen, wenn er den Flur betritt. Dort wartet der Scharfschütze Q-Ball auf ihn. Die Vermittler müssen Roberts also irgendwie dazu bringen, zur Toilette zu gehen. Sobald man die Freigabe hat, ist man voller Adrenalin. Wenn man die Chance hat, ihn auszuschalten, ohne dabei die Geiseln in Gefahr zu bringen, muss man es tun. Wenn wir ihn dazu bringen, vom Büro aus den Flur runterzulaufen, kommt er an den drei SWAT-Jungs vorbei und wir können ihn ausschalten. Es liegt ganz an ihm, ob er stehend oder liegend daraus kommt. Unser Hauptaugenmerk liegt in einer solchen Situation immer auf den Geiseln. Nur um die machen wir uns Sorgen. Die Scharfschützen warten und warten. Inzwischen befindet sich der Geiselnehmer seit 3 Stunden im Gebäude. Detective McClaw beschließt, Roberts noch eine letzte Chance zu geben, lebend aus der Situation herauszukommen. Die wollen mit Ihnen reden. Ja? Haben Sie noch mal drüber nachgedacht, was wir besprochen hatten? Was denn? Dass Sie Ihre Waffe niederlegen und das hier beenden. Wo würden Sie mich hinbringen? An einen Ort, wo Sie Hilfe bekommen. Möchten Sie das nicht? Vertrauen Sie mir, Freund. Wir vertrauen Ihnen doch auch. Weil Sie die Situation kontrollieren. Ich möchte nur, dass Sie Ihr Bestes geben. Mehr kann man doch von keinem verlangen. Was ist los? Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Wen denn? Nur eine Spiegelung. Okay. Ich dachte, Sie kommen mich holen. Er hatte Halluzinationen und dachte, jemand würde durch die Wand kommen, um ihn zu holen. Ich habe alles versucht, um ihn zu beruhigen. Ich weiß, dass Sie angespannt sind. Was ist das für ein Geräusch? Was? Vor der Tür. Sicher nur der Fahrstuhl. Kommt jemand hoch? Am Wochenende fahren die Aufzüge automatisch hoch und runter. Wenn ihr versucht, hier K.O.-Gas reinzuleiten oder ich das Gefühl kriege, ohnmächtig zu werden, bringe ich diese Leute um. Darüber müssen Sie sich gar keine Gedanken machen. Wir werden nichts dergleichen tun, okay? Sie können mir vertrauen. Ich musste diesen Typen an eine Stelle locken, wo wir ihn ausschalten können. Dafür muss Frank McClaw den Geiselnehmer dazu bringen, den Flur entlang zu laufen, in Richtung der wartenden Scharfschützen. Doch plötzlich nimmt ihm Roberts die Arbeit überraschend ab. Er sagte, ein paar Leute hier müssen auf die Toilette. Ich weiß nicht, ob es hier eine gibt. Ich sagte, Moment, ich kümmere mich drum. Ich habe ein paar Sekunden gewartet und gesagt, angeblich gibt es Toiletten am Ende des Flurs. Er
Aber bevor sich der paranoide Roberts auf den Weg macht, will er sicherstellen, dass ihm die Geiseln keine Falle stellen. Wisst ihr, wie viele Kugeln diese Waffe pro Sekunde abfeuern kann? 5. 5 pro Sekunde. Wenn mir was zustößt und sie losgeht, hört sie erst auf, wenn das Magazin leer ist. Verstanden? Ich dachte an meine Familie. Mein Sohn war 4 Monate alt und mir ging dauernd durch den Kopf, dass er vielleicht ohne Vater aufwachsen muss. Alle aufstehen. Na los. Du auch. Wir gehen zur Toilette. Du bist hinter mir, als Schutzschild. Langsam. Na los. Im Technikraum am Flur bereiten sich die Scharfschützen darauf vor, dass Roberts das Büro verlässt. Sie dürfen auf keinen Fall die Geiseln gefährden. Morris Roberts Jr. befiehlt den Geiseln, sich in einer Reihe aufzustellen, um zur Toilette zu gehen. Er ahnt nicht, dass sich zeitgleich die Scharfschützen am Flur bereit machen, um abzudrücken. Als wir sahen, wie er die Tür aufmachte und Leute rauskamen, dachte ich, endlich wechselt er den Standort. Er ging an uns vorbei, aber es liefen Geiseln vor ihm, neben ihm und hinter ihm. Es wäre zu riskant gewesen. Die Einsatzleitung kann jetzt nichts tun und muss warten. Es vergehen qualvolle Minuten. Das Warten kann zur Folter werden. Es gehen einem 1000 Dinge durch den Kopf. Was, wenn etwas schief geht? Wenn er das SWAT-Team entdeckt, das Feuer auf die Einsatzkräfte eröffnet oder Geiseln erschießt? So, gehen wir. Na los! Bewegt euch! Ich hörte Schritte aus der anderen Richtung. Langsam! Und dieses Mal laufen die Geiseln alle vor ihm. Ich muss versuchen, ihn zu erwischen. Ich dachte, oh Gott, er erschießt Geiseln. Plötzlich war der ganze Flur voller Rauch.
Dann sah ich ihn im Flur liegen, offensichtlich tot. Ganz ehrlich, ich war erleichtert, weil es nur ihn erwischt hat und sonst niemanden. Einige Geiseln werden von herumfliegenden Splittern leicht verletzt. Morris Roberts ist das einzige Todesopfer. Die Ermittler finden einen Ausweis bei der Leiche. Erst jetzt wissen sie, um wen es sich handelt. Einen 26-jährigen Einzeltäter, dessen psychische Erkrankung ihn zu dieser Verzweiflungstat getrieben hat. Ein Motiv konnte bis heute nicht ermittelt werden. Verwandte des Täters gaben nur zu Protokoll, dass er schon länger unter psychischen Problemen gelitten hatte. Das blutige Ende der Geiselnahme hinterlässt Spuren. Bei allen Beteiligten. Ich hatte eine depressive Phase, aber ich wusste nicht warum. Dann träumte ich von diesem armen Teufel. Er sagte zu mir, ich komme in den Himmel. Und du? Die Gefahr, dass es in dieser Situation Tote gibt, war extrem groß. Bei der Army schwört man einen Eid zu verteidigen und zu beschützen. Nichts anderes habe ich getan. Der Vermittler und die Spezialeinheiten müssen als Team zusammenarbeiten, um solche Situationen in den Griff zu bekommen. Man muss wirklich alles tun, um zu verhindern, dass es Tote gibt. Man weiß nie, wann man in eine Situation kommt, die das ganze Leben verändert. Was ich daraus gelernt habe, ist, Gottvertrauen zu haben. Ich glaube, damit kann man so ziemlich alles überstehen. You can get through just about anything, but you've got to have it.